You want to go kill Kim Jong-un? Totally. I'd love to assassinate Kim Jong-un. It's a date. Eine Hollywood-Komödie über die Ermordung des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un. Schon im Vorfeld sorgt der Film The Interview mit dem Comedy-Duo James Franco und Seth Rogen für Aufsehen. Oh, you tell me my man doesn't pee or poo? Everybody pees and poos. Where would he go otherwise? He'd explode. But he does talk to dolphins. Der Film erzählt die Geschichte von zwei Journalisten, die sich auf den Weg nach Nordkorea machen, um den Diktator zu interviewen. Doch als die amerikanische Regierung von dem Plan erfährt, spannt sie die beiden Männer für ihr eigenes Vorhaben ein, Kim Jong-un zu töten. And even though neither one could say it out loud, they were both thinking. Der echte Diktator reagierte prompt auf den Trailer. Der Film zeige die Verzweiflung der amerikanischen Gesellschaft, so sein Sprecher in einem Interview. Dennoch werde sich Kim Jong-un den Film wahrscheinlich ansehen. Das wiederum begeistert den kanadischen Komiker und Schauspieler Seth Rogen. Auf Twitter hat der 32-Jährige stolz das Interesse des Diktators verkündet. Er hoffe, dass Kim Jong-un der Film gefalle.